haben Krieg, der sich natürlich aufgerufen und dabei das muss heraus. Der Hauptpreis ist doch nicht aufgetaucht in der Dann bleiben wir doch die ganze Zeit von da wahrscheinlich. Und jüngsten Flieger unseres Vereins. Die Kinder der Familie Hennerfischer, die werden nach der Hubschrauber begrüßt und dann ihre ganz kleinen Mikro. Und er hat sich voll der Modellfliegerei verschworen und hat auch ein kleines Modellbaugeschäft aufgebaut und ist Generalrepräsentant der Firma Weyershäuser. Und also logisch, wenn Sie schauen, dieses Fluggerät, diese Challenger, wo im Nachbau eben dieses weltberühmten Flugzeug. Also in der Dreierformation hier bei uns in 5 bis 10 Minuten. So, der Wolfgang landet und dann natürlich der Aufruf an alle Piloten. Er kommt im Slip herein, landet seine Maschine sicher. Hat er mir zwar irgendwo gesagt, aber er hat gesagt, er muss sich natürlich teilweise mit dem Wind, wo sie jetzt kommen, wir werden schauen. Das ist die Fläche der drehende Hauptrotor in der Startphase. Ach, die Gabi Holt, unsere Hüttenchefin, hat das wirklich grausalat selbst gemacht. Von hier begrüßen. So, er kommt hier rein. Der Wind ist auch momentan optimal und es ist super geklappt, meine Damen und Herren. Kurze Rollstrecke. Riesenapplaus für den Herrn Kaisergruber. Ihm ist es gelungen mit seinen 3 Kier auf. Beide Piloten sind ja toll drüber geflogen. Einer ist gelandet und einer zeigt uns noch ganz tolle Flugvorführung. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt eine Landung. Ja, der Kollege ist gelandet. Beide sind gelandet, das freut uns natürlich riesig, riesig, meine Damen und Herren. Und zum Schluss, Peter Müller mit dem... Natürlich auch die Banderflüge und der Piloten lieben Applaus, liebes Publikum. Wir kämpfen natürlich ganz, ganz freuen auf Banderflieger. Das sollte auch hier noch begeistern jetzt.
einen Riesenapplaus für alle vier Bahnerpiloten.